Hallo, du wundervolle Seele. Wir alle leben momentan in sehr schwierigen Zeiten. Allerdings überwiegt dennoch, sagen die Engel, das Licht und das Positive in der Welt. Und ich finde, das kann uns allen nur Hoffnung geben auf Aufschwung und auf Besserung. Und ich möchte vor allen Dingen dir eine Freude machen, auch wieder in dieser Woche mit dem Engel-Orakel für die kommende Woche. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist und erfahren möchtest, was haben die Engel dir persönlich zu sagen. Du wirst gleich die Möglichkeit haben, aus drei Möglichkeiten auszuwählen, um deine persönliche Botschaft zu empfangen. Aber starten werden wir zuerst einmal mit einer ganz globalen Engelbotschaft. Zum globalen Weltgeschehen meldet sich der Erzengel Sandalphon. Sandalphon sagt, es ist ganz wichtig, dass Musik und Tanz jetzt zu deinem Leben gehört. Auch wenn du es vielleicht nicht außerhalb deiner Wohnung machen kannst, so ist es dennoch so, dass du alles daran setzen solltest, um Vergnügen und Freude momentan in dein Leben zu holen. Hör mal wieder Musik, die dich inspiriert, Musik, die positiv ist, die leicht schwingt und die dich dazu bringt, dass du dich bewegst, dass du tanzt und dass du dein inneres Strahlen wieder erwächst. Diese positive Energie wirkt sich dann auf das globale Weltgeschehen aus, was momentan sehr schwierig ist und hilft, Heilung in die Welt zu bringen. Denn wir werden noch ein paar schwierige Wochen haben, sagen die Engel, bis gerade die Geschichte um Corona und dergleichen abklingt. Das ist noch nicht beendet und es wird auch in der kommenden Woche zu weiteren Einschränkungen, leider muss ich das so sagen, in der Freiheit kommen, auch in Deutschland. Wir werden weitere Maßnahmen haben, die uns in unserem Leben und in unserer Freiheit ein Stück einschränken. Ja, aber dennoch können wir Spaß miteinander haben. Vielleicht hast du Lust, Spaß mit uns zu haben. Momentan treffen wir uns zweimal die Woche online mit der spirituellen Gemeinschaft. Ich werde den Link unten auf jeden Fall in den Beschreibungstext setzen für alle, die dabei sein möchten. Für alle, die sich mit uns spirituell verbinden möchten. Und nun kommen wir zu deiner persönlichen Engelbotschaft. Deine persönliche Engelbotschaft habe ich wie immer mit meinem Kraft der Engel-Orakel ermittelt. Das Kartendeck, das du natürlich auch im Handel bekommst, werde ich dir unten verlinken im Beschreibungstext. Jetzt aber zu deiner Botschaft. Erstmal gehst du jetzt gerade in dich, atmest mal tief ein und aus und überprüfst mal, ob sich alles gut und entspannt in dir anfühlt. Und dann stell die Frage: Geliebte Engel, bitte führt mich zu meiner Botschaft, die für mich wichtig ist und teilt mir mit, ob Möglichkeit A, B oder C die richtige Botschaft für mich für die kommende Woche von Montag bis Sonntag ist. Und dann entscheide jetzt ganz aus deinem Bauch heraus, was deine persönliche Botschaft ist. Du hast dich also für Möglichkeit A entschieden und deine Karte ist die Reise. Eine wunderschöne Karte aus meinem Kartendeck, die dir sagt, dass in der kommenden Woche für dich eine Zeit ist, in der du dich mal von deinem ganzen Stress und von den Belastungen erholen solltest. Hey, du hast dich in letzter Zeit sehr überbelastet gefühlt und du hast dich mega angestrengt. Du hast geschafft und geschuftet wie ein Tier für dich, für andere Menschen und hast deine ganzen Kraftreserven quasi aufgebraucht. Und jetzt solltest du dir unbedingt in der kommenden Woche mal eine Zeit der Ruhe und Entspannung geben. Viele Meditationen machen, einfach dich mit Gott, mit den Engeln verbinden, ist für dich extrem wichtig in der kommenden Woche. Solltest du voll im Berufsleben sein, so ist es umso wichtiger, dass du dir in der nächsten Woche auch Zeiten der Erholung nimmst. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, fang nicht gleich das nächste an, sondern gucke, dass du wirklich Stille hast, dass du Meditation hast, dass du Ruhe hast. Ein toller Tipp für dich, was auch global für alle Menschen gerade ganz wichtig ist, dass wir uns verbinden. In der spirituellen Gemeinschaft machen wir sowas gemeinsam. Da haben wir Meditation, da haben wir Entspannung, da tauschen wir uns spirituell aus und da hast du tolle Gelegenheit, dich mit Gott und den Engeln zu verbinden. Also ab 9,99 € kannst du dabei sein mit einer Einmalzahlung. Und wir treffen uns ein- bis zweimal in der Woche, aktuell sogar zweimal in der Woche, weil ich in dieser Zeit sehr, sehr viel Lichtarbeit mit euch gemeinsam machen möchte. Online natürlich. Es findet alles online statt in einem Live-
Raum, wo wir unter uns sind und uns verbinden können. Und da hätte ich dich, wenn du dich für die Möglichkeit A entschieden hast, ganz, ganz, ganz gerne dabei. Denn für dich ist diese Stille und dieser Spirit enorm wichtig. Du hast dich also für Möglichkeit B entschieden und du bekommst einen ganz, ganz tollen Gruß aus dem Himmel, denn deine Karte sind die lieben Verstorbenen. Also jemand, der bereits hinübergegangen ist, ist ganz eng an deiner Seite und lässt dich grüßen. Diese Person lässt dich wissen, dass es ihr gut geht, ihr oder ihm sehr gut geht, dass diese Person frei ist von Schmerzen und alles Leiden hinter sich gelassen hat. Die Person lässt dich wissen, dass du dir überhaupt keine Gedanken und kein schlechtes Gewissen machen solltest. Du hast alles richtig gemacht und es ist alles in Ordnung, was zwischen euch auch vielleicht vorher noch quer gelaufen ist. Du solltest wissen, dass es deinen liebsten Personen auf der anderen Seite, im Jenseits, im Himmel, sehr, sehr gut geht. Es geht ihnen fantastisch und sie sind an deiner Seite. Und du darfst dich in der kommenden Woche einfach mal für ihre Liebe öffnen. Vielleicht zündest du mal in der nächsten Woche einen lieben Verstorbenen eine Kerze an. Gehst mal wieder in Kontakt mit ihm oder ihr. Fürs Gespräch mit einer lieben verstorbenen Person. Wenn du die Antworten nicht direkt empfängst, dann kontaktiere mich gerne zu einem Beratungsgespräch und ich vermittle auch sehr, sehr gerne hier. Ich mache auch Jenseitskontakte und dann können wir mit den lieben Verstorbenen gemeinsam kommunizieren und das ist großartig. Es ist immer wieder ein Geschenk, dass wir wissen, wir sind nicht allein und niemand, den du liebst, ist wirklich tot. Wir leben ewig. Carpe diem. Schön, dass du dich für Möglichkeit B entschieden hast und ich wünsche dir ganz viel Freude in der kommenden Woche mit deinen lieben Verstorbenen in der Kommunikation und dass du die Leichtigkeit spürst in dem Kontakt mit ihnen. Und nun kommen wir zu denjenigen, die sich für Möglichkeit C entschieden haben. Du hast dich für Möglichkeit C entschieden und für dich habe ich die Karte der Schwangerschaft gezogen. Wenn du dir schon lange ein Kind wünschst, dann hast du jetzt gute Chancen, dass du vielleicht schon in der nächsten Woche schwanger wirst, tatsächlich. Aber keine Sorge für diejenigen, die gar nicht schwanger werden wollen. Auch für die hat diese Karte natürlich eine Bedeutung. Das heißt, du gehst vielleicht schon lange schwanger mit einer Idee, mit einem Projekt, mit etwas, was du unbedingt schaffen und erreichen möchtest. Und in der kommenden Woche ist die richtige Zeit, jetzt dein Projekt in die Wege zu leiten. Es dauert, bis es dann richtig Früchte trägt. Und so wie eine Schwangerschaft dauert es einfach 9 bis 10 Monate, wenn du es in der nächsten Woche angehst. Aber dann wird das Projekt, alles, was du in der nächsten Woche beginnst, wirklich großartige Früchte tragen. Und das solltest du unbedingt tun. Ne? Also geh ran, gucke, was ist dein Herzenswunsch, was sind deine Herzensprojekte. Geh sie an, bitte die Engel, dir zu helfen, dich zu unterstützen. Und sie werden das natürlich von Herzen gerne tun, denn mit den Engeln geht erstens immer alles leichter und die Engel helfen immer. Mit dieser Gewissheit solltest du wirklich umgehen. Nur du musst natürlich lernen, die Engel um Hilfe zu bitten. Und diese Karte ist ein Zeichen dafür, dass du jetzt beginnen kannst, Projekte anzugehen und nicht mehr aufzuschieben. Das war dein Engel-Reading für die kommende Woche. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und vielleicht kann ich dich ja bald von der spirituellen Gemeinschaft begrüßen zu einem unserer tollen Live-Webinare. Also wir sehen uns online, wir haben auch regelmäßige Treffen, die wir persönlich planen. Es wird so einiges abgehen in der spirituellen Gemeinschaft. Hey, und das solltest du unbedingt mit dabei sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wenn dir dein Orakel gefallen hat, schreib mir in die Kommentare, welche Karte du hattest und was sie dir sagt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen, Gottes Segen, Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.